Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play um die 2. Ja, es ist endlich mal wieder soweit nach gefühlten 3 Wochen Pause oder so. Also, ja, wie gesagt, es ist einige Zeit her, dass ich das letzte Mal aufgenommen habe. Allerdings dafür fahren wir heute mit einem neuen Bus. Also, zwar nicht neu, aber es ist in dem Sinne neu, denn wir fahren heute mit einem BVG EN05, also dem Citaro in der BVG-Ausführung. Und zwar hat mir diesen Bus der liebe Justin zur Verfügung gestellt. Ich weiß, ich habe den schon mal vorgestellt, damals auf der KTX 10, jedoch hat er einiges an dem Bus getan. So sind zum Beispiel hier die BVG-Nummern hinzugekommen. Ich glaube, die Innenanzeige hier hinten ist neu und noch so einiges mehr. Jedoch fehlen hinten noch die Stoppknöpfe und was ich auch ein bisschen blöde finde, der Wagenkasten ist auch total verbeult. Das werde ich jetzt wahrscheinlich noch ausbessern. Aber ich denke, man kann ihn trotzdem schon mal so im Video präsentieren. Ist auf jeden Fall ein sehr schöner Bus, also ist wirklich, also er kommt dem Vorbild auch sehr, sehr nahe, muss ich sagen. Also mir gefällt das wirklich sehr. Hat übrigens das neueste Morphe Sound Update bekommen und ja, ich hoffe, der Justin guckt zu und dass ihm das Video vielleicht auch gefällt. Ja, wie gesagt, ist schon lange her, dass ich das letzte Mal aufgenommen habe. Daher fahren wir heute halt, wie gesagt, mit einem neuen Bus. Ich hoffe da auch, dass ich das Let's Play halbwegs gut über die Bühne kriege. Ich bin ein bisschen aus der Übung, könnte man so sagen. Und, na toll, jetzt bin ich raus. Was wollte ich sagen? Achso, wir fahren auf der Map Alheim und Laurensbach mal wieder. Das ist auch schon recht lange her, dass wir hier das letzte Mal aktiv waren. Und, Alter, ernsthaft jetzt? Durch den C2 hier hinten kommt jetzt alles hier aus. Also, ey, es leckt wirklich nur durch diesen scheiß C2, oder was? So, da haben wir ein ganz einfaches, Lösung für. Und zwar das einfach mal so. So, schon leckt es nicht mehr. Ja. Gut, wir fahren übrigens die Linie E82, also ein Expressbus in dem Sinne, wird das sein. Hoffe ich zumindest. Wenn nicht, dann habe ich ein bisschen was Falsches nachgeguckt. Wir fahren eine halbe Stunde. Ich hoffe, da, also. Naja, das sollten wir so hinkriegen, gerade so. Wir fahren los um 14.12 Uhr, wenn ich das richtig sehe. Das heißt, er fährt im 15-Minuten-Takt. Das heißt, 15 Minuten davon abgezogen. Toll, der fährt jetzt eigentlich gerade, warte mal. Machen wir mal 2 Minuten zurück. Oder 3. Und natürlich muss er erst laden. Das ist eine tolle Sache. Ja, dann lassen wir laden. Laden. Mir fällt gerade was auf. Und zwar, achso, das möchte ich noch kurz so erwähnen. Und zwar, ich habe hier an dem Bus ein bisschen schon was abgeändert. Und zwar habe ich nämlich zum Beispiel hier die Perspektive zurückgesetzt auf die normale Citaro-Perspektive. Die war vorher viel höher, also man hatte wirklich eine komplett andere Sicht. Die hat mir ehrlich gesagt nicht so gut gefallen. Fand ich total scheiße eigentlich. Und ich habe auch schon das erste U-Paint für den Bus erstellt. Und zwar habe ich hier den echten Wagen 1478 und 1466 umgesetzt. Und der 1466 hat nämlich eine Werbung drauf von dieser Firma hier, von Gazak. Hat er nämlich hier links eine Seitenwerbung drauf und das ist mir gerade so ins Auge gefallen. Genau. So. Dann müssten wir eigentlich auch jeden Augenblick losfahren dürfen. Ich hoffe zumindest, dass wir jetzt hier auch 1357, den nehmen wir natürlich. Dann können wir hier eigentlich auch direkt schon mal im Atron uns die Linie eintragen. Das dürfte die 1 in dem Falle sein. Also ich höre schon wieder zu 2. Ach, Kacke, Alter. Natürlich ist jetzt gerade ein Fahrplan aktiv. Ey, ich verstehe es nicht. Warum leckt das denn durch den C2 so rum? Da muss bestimmt irgendein Fehler sein, ey. Gut. Wir fahren erstmal vor. Zur Starthaltestelle dürfte ja hier links rein theoretisch sein. Oder auch nicht. Wo starten wir denn? E82 Einstieg und Turn. Oh Gott, nein. Jetzt darf ich rückwärts fahren oder was? Okay. Dann fahren wir mal rückwärts da dran.
So. Ach, dort steht gerade auch schon der Anime in dem Sinne. Okay. Interessant. Naja, ich find's gerade nicht so toll, dass wir jetzt Fitz haben. Ah, müssen wir gar nicht. Wir stellen uns jetzt einfach mal hin. Mach ich jetzt mal ganz einfach. Oh nein. Gut. Sowieso schon weg. Möglicherweise. So, dann fahren wir jetzt einfach mal ran. Und lassen einsteigen. So, dann machen wir das hier wie bei der BVG üblich. Zweimal quittieren und schon einmal umgeschildert. Das führt jetzt trotzdem irgendwie nicht dazu, dass jemand einsteigen möchte. Auch gut. Dann stellen wir uns jetzt hier unseren Fahrplan ein. Und können dann eigentlich auch gleich losfahren. So, eigentlich müsste uns hier irgendwo auch die Verspätung und so angezeigt werden. So, da sehen wir unseren Bus. Ja, stimmt soweit alles. 13:56 haben wir es aktuell. Vielleicht ist da sogar dieser Abfahrtspiepton mit drin. Weiß ich gerade ehrlich gesagt gar nicht. So, wir warten erstmal und fahren dann auch eigentlich jetzt direkt los. Gleich, den Augenblick. Ich höre hier gerade noch einen von dem anderen Bus. Was, ich habe Zitaro an? Ne, doch nicht. Ist ein immerhin. Kein Problem. Ich bin ein Dummer. Das ist ein O405 GN2, genau. Ein MB natürlich, ein Mercedes-Benz-Bus. Lol, was ist das denn? Die fliegt so ein bisschen rum hier, ja. Was? Das sieht ja auch krass aus, ey. Gut. Dann machen wir uns jetzt auf den Weg. Wie gesagt, wir brauchen circa eine halbe Stunde. Und ich hoffe mal, dass wir das auch so durchhalten. Nächste Haltestelle, Roggenfeld. So. Gut, dann sind wir erstmal hier ordentlich rausgekommen. Und ich habe ja schon gesagt, dass ich ziemlich lange Zeit keine Zeit zum Let's Play aufnehmen hatte. Und zwar liegt das zum einen daran, dass ich Schule hatte. Und zum anderen habe ich wirklich die ganze Zeit in den Volvo investiert. Also meine komplette Freizeit. Denn mir war es einfach sehr wichtig, dass ich jetzt mal wieder mit dem Bus vorankomme. Außerdem war ich dann sogar zweimal in Potsdam, um Texturen für den Bus aufzunehmen. Und da habe ich mir natürlich... Also, wenn ich natürlich schon extra nach Potsdam fahre, auch in der Schulzeit, also nach der Schule, dann möchte ich natürlich da auch irgendwie dann weiterhin Zeit in den Volvo investieren und den Bus voranbringen mit meinen Texturaufnahmen. Ist ja klar eigentlich, ne? Und aus dem Grund habe ich es einfach nicht geschafft, ein Let's Play aufzunehmen, weil ich saß dann wirklich bis spät abends am Bus und habe gemacht und getan und Fehler behoben und was nicht alles. Und jetzt fahren wir erstmal. Nächste Haltestelle, Maiswinkel. Oh komm, das schaffen wir dann noch drüber. Genau, das haben wir noch drüber geschafft. Und was dem Volvo sagen wollte, ich denke, ich bin jetzt bald auch so weit, um ihn das erste Mal im Let's Play vorzuführen. Ich kann ja mal, also ich weiß jetzt gar nicht, was war denn der letzte Stand, den ihr gesehen habt. Das war in meinem Volvo 7700 Video, das ich mal vorgestellt habe. Wow, ich glaube, ich war hier gerade zum ersten Mal lang. Ah, da wollen wir jetzt mal jemand einsteigen möchte, endlich mal. So. Da müssen wir endlich mal welche einsteigen, genau. So, da hat er ein bisschen verbremst. Und zwar, habe ich den Bus von außen jetzt ja so. Können Sie die Heizung bitte anmachen? Auch schon ziemlich, ich bin ziemlich weit gekommen eigentlich. Der Bus hat inzwischen so, eine Klimaanlage außen und, also man kann sie von Fahrerarbeitsplätzen nicht steuern, darum kümmere ich mich jetzt. Dann, darum wollte ich mich heute eigentlich noch ein bisschen kümmern. Weil ich habe nämlich vom Lions, also der Lions ist ja der Ersteller von Volvo 7700, den es momentan zum Download gibt. Und der hat mir angeboten, seine ganzen
Modellsachen und so zu verfügen. Nächste Haltestelle in der Hoffnung. Beziehungsweise, ich habe ihn gefragt. Was? Hat er jetzt noch etwas gesagt? Nee. Also, beziehungsweise, ich habe ihn gefragt und er hat gemeint, dass er mir das gerne zur Verfügung stellt. Und da werde ich zum Beispiel mich dann auch darum kümmern, dass da dort das echte Volvo-Dashboard, also nicht das Aktien-Dashboard von Solaris, sondern auch noch das Volvo-Dashboard, wie gesagt, reinkommt. Und dann habe ich, also wie gesagt, ist der Bus jetzt von außen ziemlich weit. Ich habe die Front zum Beispiel nochmal überarbeiten müssen, das habe ich irgendwie 3 oder 4 Mal gemacht und hat mich pro Anlauf irgendwie 3 oder 4 Stunden gekostet, weil ich musste wirklich eigentlich jedes Vertex, also jeden Punkt an der Front einzeln so verschieben, damit das Ganze dann auch gut aussieht. Und das hat mich dann schon ziemlich viel Zeit gekostet, aber ich denke mal, so wie die Front jetzt ist, kann ich sie wirklich auch lassen, weil ich habe das nochmal mit der echten Front angeglichen. Und es ist irgendwie bei jedem so, ja, die Front ist mir noch nicht rund genug. Die sieht dann echt einfach anders aus. Aber so richtig beschreiben konnte man es halt auch nicht. Aber jetzt muss ich sagen, bin ich eigentlich mit dem Ergebnis ziemlich zufrieden und muss sagen, ja, das passt so. Das kannst du jetzt wirklich endlich mal so lassen. Jetzt kannst du zufrieden sein mit deiner Arbeit. Und von daher bin ich überhaupt erstmal froh, dass ich so weit auch gekommen bin, ne? Und achso, des Weiteren habe ich von außen jetzt die ganzen Lichter fertig. Also ich habe jetzt die Lichttexturen alle fertig. Das heißt, Blinker und alles funktioniert inzwischen. Da habe ich sehr gut über Matrix mit der Bus inzwischen auch. Momentan eine LED. Aber ich überlege noch, ob ich das vielleicht auch Variablen abhängig mache, was der Bus für eine Matrix hat. Denn ich habe in echt gesehen, gibt es zum Beispiel auch Busse, die haben eine LCD-Matrix und sogar eine Krüger Plus Plus Matrix, also so eine ganz normal grüne Matrix, wie sie der Citaro standardmäßig oder der Facelift standardmäßig hat. Genau. Also da muss ich mich mal nochmal drum kümmern. Vielleicht, also das wird dann aber zum Schluss kommen, sicherlich. Ne? Also die LED-Matrix lasse ich jetzt erstmal so. Die muss ich noch von der Größe her ein bisschen anpassen, weil die sieht noch ein bisschen unstimmig aus, ein bisschen in Länge gezogen immer noch. Und genau, das ist also zum Thema Matrix. Nein. Wenn ich ganz ehrlich, ich glaube, ich vergrabe jetzt den Scheiß. Das sind 2 Alter. Oh Gott. Aber schaut mal, das ist wirklich bloß durch den C2. Also den werde ich mal aus der. So, dann werde ich jetzt mal rechts rüberfahren müssen. Denn wir müssen ja jetzt auch von der Autobahn wieder abfahren. Die Linie fahre ich, glaube ich, gerade zum ersten Mal oder so. Es kommt mir nämlich ziemlich unbekannt vor, das Ganze hier noch. Was ist das bitte schön für ein Arsch, Alter? Ey, ne? Es ist ja nicht so, als wäre ich schon angerast gekommen. Nee, der macht das mit Vollbremsung mitten auf der Autobahn. Das kann man natürlich machen. Mann, oh Mann, ey, es gibt wirklich dumme Menschen auf der Welt. Nee. So, dann fahren wir mal rechts rüber. So. Macht übrigens auch mal wieder Spaß, ein Zieter rumzufahren, ne? Also, vor allem, ich mag ja den Euro 3, also den mit dem Euro 3 Warnkasten sehr. Daher bin ich wirklich glücklich, dass ich diesen Bus momentan zur Verfügung, also fahren kann, fahren darf. Es ist einfach mal wieder schön. Also, es ist wie gesagt einige Zeit her, dass ich Busi das letzte Mal gefahren bin und von daher, es macht wirklich richtig Bock. So, dann fahren wir mal rein hier. So. Gut. Also vom Volvo berichten will ich jetzt eigentlich gar nicht weiter wirklich was hier groß so an die Wand malen. Nee, ich möchte einfach nicht spoilern, weil ich habe nämlich vor, da ich wie gesagt mit dem Bus jetzt relativ weit bin und da soweit eigentlich auch mal präsentierfähig ist, habe ich vor, dann so ein nächsten Display oder so, also ich muss noch ein bisschen was anpassen. Und der Bus wird auch hundertprozentig nicht final sein, sondern es ist ein erster Einblick.
den momentanen Stand. Werde ich den Bus in der nächsten Folge dann einfach mal im Let's Play präsentieren wollen. Also, ich fahre den dann einfach mal und habe mir dazu auch schon eigentlich eine Karte rausgesucht. Ich muss gucken, ob ich das hinkriege soweit. Also, weil die Karte hat nämlich jetzt gestern zum Beispiel bei mir nicht funktioniert. Ich habe vor, nämlich den Bus auf der Karte Arnheim 3.1.1 zu fahren, also der Vorgängerversion von Arnheim und Laurensbach. Denn es ist einfach auch mal wieder schön zu sehen, wie es Arnheim und Laurensbach überhaupt so richtig erstanden. Und vor allem bei Arnheim 3.1.1 gibt es auch in der Stadt Arnheim nochmal viel mehr Linien, die wir fahren können. Und viel mehr Linienauswahl. Weshalb ich also gesagt habe, ja, das können wir nochmal machen. Die Map sind wir vorher sowieso schon mal gefahren. Wir sind da zuallererst mit einem Ruf in der Ziege mal drauf gefahren. Aber haben auch gar nicht alles dort abgefahren. Deswegen würde ich sagen, das machen wir nochmal. Und so stadtmäßig können wir den Volvo sowieso mal so ein bisschen zeigen. Übrigens, Innenmatrix hat er auch noch nicht. Da überlege ich mir was, weil da gibt es ja auch verschiedene Sachen. Zum Beispiel hat Postama, weil er hat nämlich einen, ich sag mal, sowas wie ein Infotainment, aber halt speziell von unserem Nächsten eingebaut. Unter Vogelsauer Straße. Also so einen richtigen Innenbildschirm halt. Währenddessen andere Busse unter dem halt so eine rote Matrix haben. Wo dann so ein schwarzes Glas vor ist. Das sieht auch ziemlich interessant aus. Da überlege ich mir noch was, wie ich das mache. Weil den Potsdamer Bildschirm umzusetzen, das dürfte relativ schwer werden. Vor allem, weil man die ganzen Texturen eigentlich nachmalen müsste und alles. Naja, also da gucke ich mal, was wir da machen. Aber vielleicht freut euch ja auch, dann mal was von Folgen zu sehen. Also mein erstes Let's Play mit dem Bus. Wie gesagt, bitte nicht zu viel erhoffen. Und ihr könnt dann ja auch einfach mal in die Kommentare schreiben. Das sieht scheiße aus, aber bitte auch wirklich konstruktive Kritik nennen. Ja, nicht einfach, ja, das gefällt mir einfach nicht, weil es so ist. Da ist die Textur viel zu dunkel, sondern sagen, in echt ist die Textur heller. Dort würde ich gerne, dass du dich da nochmal dran setzt. Oder also nicht so allgemeine Sachen sagen, die jetzt sowieso kippen lassen, dass wir machen. Zum Beispiel das Liebes, was da mitten in der Luft hängt. Nächste Haltestelle, Dora Bahnhof. So. Jetzt fahren wir gerade übrigens parallel zur 811. Hier müssen wir echt nochmal halten, weil wir sind ja Expressbus. Das finde ich echt ziemlich cool gemacht. So. An meiner Map müsste ich eigentlich auch mal wieder bauen, aber ich denke, das werde ich erst machen, wenn ich dann wirklich den Solo Zweitürer von Volvo fertig habe. Danach setze ich mich dann irgendwann an den Dreitürer und dann auch an den Gedeck. Ich denke, wenn ich meine Willenskraft weiterhin so, wenn ich da wirklich weiterhin so hartnäckig dran arbeite wie bisher, dann wird der Bus auch, dann wird der Bus auch sicherlich irgendwann, noch nicht heute, nicht morgen, aber irgendwann wird er kommen. Ist doch schon mal sehr zuversichtlich, oder? Ja, also irgendwann wird das Ding schon erscheinen. Ihr könnt euch sicher sein. Ich weiß, sehr zuversichtlich. So. Ich wurde übrigens auch gebeten, mal den Livestream zu machen. Da weiß ich bisher gar nicht, ob ich sowas überhaupt. Also, naja, ob sich das für mich lohnen würde, weil ich denke mal nicht, dass ich erstens so viele Zuschauer zusammenbekommen würde. Und zweitens weiß ich gar nicht, was ich so großartig zeigen könnte. Ich könnte hier die ganze Zeit Omsi fahren. Ja gut, das kann ich im Let's Play auch. Dann könnte ich irgendwelche Sachen zeigen, wie ich am Volvo baue, aber da bin ich ja dann eher auch. Da möchte ich ja eigentlich nicht so richtig gestört werden und da müsste ich ja dann dort auf die Kommentare achten und sowas. Das wäre auch ein bisschen blöd. Naja, wir schauen mal, was uns das Jahr 2017 so alles bringt und dann denke ich mal, kann ich auch irgendwann mal live tun, aber bisher ist es noch nicht so in Aussicht, sag ich mal. So. Übrigens, was ich für diese Folge gerne noch hätte,
dass ihr kommt ja jetzt zu und freut euch vielleicht sogar, dass dass ich diesen Bus hier nochmal zeige. So ein bisschen, also vor allem so jetzt, wenn ich das nicht fahre. Ihr könnt ja einfach mal noch reinschreiben, was euch noch so an dem Bus fehlt, damit ihr, also ich weiß ja nicht, ob ihr vielleicht tatsächlich schon mal mit dem BVG Zitabus Zweitürer, also ja Zweitürer hier, Dreitürer wäre ja zum Beispiel BN2 in dem Falle. Dass ihr mir einfach mal in die Kommentare schreibt, was euch noch so zum Realen fehlt. Jetzt werde ich nicht, das kann ich nämlich momentan gerade recht schlecht einschätzen. Und wer weiß, vielleicht hat Justin da ja auch ein Brett vom Kopf und weiß nicht genau, was fehlt mir jetzt eigentlich noch. Da kann man ja nicht so genau wissen. Da könntet ihr ja einfach mal so reinschreiben, ja, also das müsstet ihr noch machen. Das wäre ganz nett von euch. So, kommt da was noch? Eigentlich nichts. Also können wir hier eigentlich direkt in den Kreisverkehr fahren. So. Und wir können mal drehen. So. Boah, das ist einfach klasse, wie diese Map gestaltet ist. Also ich muss schon sagen, Allem und Laurenzbach ist eigentlich bisher wirklich die beste Map, die es für OMSI 2 gibt, finde ich. Also da kommt Winsenburg noch nicht ran, da kommt, also Waldhofen ist vom Baustil ja gleich, aber Waldhofen ist mir noch zu klein, sage ich mal. Und hier die ganzen Payware-Add-ons, die kannst du sowieso vergessen. Wobei ich sagen muss, die Map Rheinhausen finde ich eigentlich ist ganz gut. Also für Payware noch. Aber alles andere fand ich bisher einfach, konntest du die Tonne drücken. Wirklich, also da ist wirklich Alheim und Laurenzbach das Beste, was uns das letzte Jahr an Maps. Was irgendwie auch zum Denken anregt, vor allem für die Entwickler, einfach kann wirklich bloß ein Entwickler wirklich gute Sachen machen und die anderen nicht wirklich. Ja. Wer weiß, also wir gucken mal, was 2017 jetzt kommt an Advance und an Maps und was nicht alles. Vielleicht schaffe ich ja meinen Bus im Jahre 2017 fertigzustellen. Also Work in Progress ist ja momentan auch einiges, wovon auch schon echt coole Bilder erschienen sind. Zum Beispiel freue ich mich echt auf hier die neue Map von Eiskalt. Ich weiß jetzt gar nicht, was sie heißt. Aber er hat ja da auch Videos zu gemacht und die sind echt top. Oder hier zum Beispiel die Bahn-App Schönau, die ist von der Gestaltung auch echt klasse geworden. Wobei es da ja momentan ziemlich viele Streitigkeiten innerhalb der Entwicklerszene gibt. Also da baut ja nicht nur einer dran, sondern eine Tabelle und dann ist es so. Es ist ziemlich witzig, was man da manchmal auf Facebook macht. Also wenn ich jetzt gerade mal ein bisschen leise bin, dann liegt es einfach daran, dass ich gerade die Map genieße und so ein bisschen meine Freizeit. Also es ist nicht so, als hätte ich beim wenn ich Eurobauer bin, die Freizeit oder so. Ich freue mich auch gerade, dass das Let's Play, also die Aufnahme, recht flüssig läuft. Weil das war nämlich in den Testaufnahmen zum Beispiel nicht so, da hat es die ganze Zeit durchgehend geleckt. Das finde ich auch ziemlich blöd. So, übrigens, wir haben hier auch eine Türstörung eingebaut. Was? Wieso funktioniert die jetzt nicht? Ey, gestern hatte ich wirklich durchgehend, als ich gefahren bin, Türstörung. Da ist die ganze Zeit die zweite Tür nicht richtig zugegangen. Und jetzt haben wir noch ein Zutat. Das Spiel mag mich nicht. Nächster Haltestelle. Haus für Kunstgeschichte. Ich finde auch die Ansagen von Yoshi sind echt prima. Also. Ich muss ja sagen, ich habe Josh, also den IA, ne, wie wird er denn richtig ausgesprochen? IAJR, keine Ahnung. IA, ja.
Mann, ich verspreche mich da wirklich jedes Mal. Ich sag jetzt einfach Josh. Da weiß eigentlich jeder, wer gemeint ist, weil das so eigentlich so ziemlich der berühmteste OMSI-YouTuber, den es eigentlich gibt. Der ist auch übrigens viel besser als Nordrhein-TV. Nicht, dass ich jetzt hier richtig fett über Nordrhein-TV ablästern würde, aber ich finde, Josh, der macht einfach viel bessere Videos. Tut mir leid. Und ja, deswegen kann ich es auch vollkommen verstehen, dass der hier als Ansagensprecher übrigens eingesetzt wurde. Und da gibt es auch eigentlich privat so eine ganz witzige Geschichte. Und zwar hat mich der Justin auch einen Let's Play-Kanal, der momentan übrigens auch eigentlich mehr oder weniger auf Glatteis ist. Der hat jetzt zwar in letzter Zeit nochmal kurz ein Video rausgebracht, aber ansonsten kommt da eigentlich recht wenig von ihm. Das ist eigentlich auch ein bisschen schade. Ah, scheiße, ich muss ja gut durchfahren. Nächste Haltestelle: Steinstraße. Und zum Beispiel hatte Justin dann nämlich einmal Adler und Klausmann gefahren, als Adler und Klausmann gerade rauskam. Hier siehst du, solche Eislachs kann ich überhaupt nicht leiden, die einfach mal die Blicke so rüberziehen. Und zwar mit Zähnen oder so. Ey, da ist doch klar, dass der Winter nicht mehr bremsen kann. Da bin ich übrigens froh, dass ich momentan keine Kollision drin habe. Sonst wäre ich nämlich richtig fetter Porsche gewesen. Ja, zurück zu der Geschichte. Also, Justin hatte da ein Video auf einem Clownsbach gemacht und hat halt die Map frisch präsentiert und ist mit Ansagen von Josh gefahren und meinte dann auch was von wegen, ja, Josh hat hier deine Ansagen gemacht und so und der kommt bestimmt nicht zu. Und dann hat er direkt irgendwie eine Stunde später einen Kommentar von Josh bekommen: Ja, hab doch zugeschaut und so. Ne? Also, das war doch auch schon ziemlich Hallo. Da hat er sich, also da hat er sich auch nicht Premium gefühlt, Justin, ne? Und ich dachte mir so, ja, alles klar. So. Achso, das fällt mir auch gerade so auf. Hier fehlt übrigens diese Türstange, die wir hier momentan, also die wir normalerweise im Titan mit drin haben. Fällt mir gerade so auf, ja. So. Naja, Adam und Laurens gemacht, könnte man dann eigentlich tatsächlich sogar noch weiter ausbauen. Obwohl die Map so schon riesengroß ist, man hat einfach überall noch so Ansatzpunkte. Ja, da könnte eine Linie noch hin und da könnte tatsächlich auch noch eine Linie weitergebaut werden. Das ist Stadthalle. Also diese Map ist einfach so vielfältig, so groß geworden. Aber ich denke mal nicht, dass David M. hier noch was machen würde. Also finde ich zum einen schade, aber also ich würde mich über neue Linie noch freuen. Aber zum anderen hat er ja auch viele andere Projekte. Wir haben ja die ganze Zeit Heizung an. Wie warm ist denn eigentlich? Das müssen wir gleich mal gucken. So. Übrigens, ich finde der EN05, also hier in Audi zumindest, hört er sich ein bisschen so an wie der EN02 mit dem Morpheus Sound Update. Ist auch ganz witzig eigentlich. Man hat die ganze Zeit das Gefühl, man fährt ein Dreitürer. So, gut, dann wir fahren erstmal an die Haltestelle schnell ran. Hallo? Cool, jetzt lädt OMSI erstmal nach. Passt doch. So, jetzt. Gut. So, dann machen wir hier gleich erstmal das Klima so ein bisschen runter. Perfekt. Kommen wir gleich noch einen Fahrgast dazu. Fahrkartenverkauf habe ich ja eigentlich auch drin, aber hier will irgendwie keiner eine Fahrkarte. Warum denn nicht? Habt ihr alle eine? Oder die sagen sich ja, im Expressbus ist das ja sowieso nicht nötig, ne? So. Ja klar, jetzt kriege ich natürlich gleich mal Rot. Ist klar. So, dann haben wir jetzt hier eigentlich auch bloß noch den reinen Motorsound gerade zu hören. Wobei, wir könnten eigentlich schon so ein bisschen noch das Klima dran lassen. Aber so. Warum kann man den denn nicht anfassen hier? Ich will anfassen! So müssten wir eigentlich auch gleich grün bekommen. Ah ja, haben wir schon. Perfekt. Sehr schön. So können wir gleich weiter rasen. Ne? Wir fahren ja noch. Also wie viel verspätet man eigentlich? 14:12. Ah, hier oben steht es ja. Momentan keine. Das finde ich gut. Damit bin ich einverstanden. So, fahren wir mit 50. Nächste Haltestelle, Binsenburger Brücke. So.
bekommen. Dach. Los, hopp. Boah, ey, das ist einfach klasse, weil man fühlt sich wirklich wie in so einer richtigen Großstadt hier auf der Map. Hier schaut man diese ganzen Details, hier solche plastischen Sachen, die man eigentlich komplett einfach erstellen kann. Das ist ja nicht wirklich Arbeit im Blender, hier sowas zu machen. Das ist einfach... Das kann man einfach nur feiern. Kann ich ja vielleicht auf meine Map dann auch mal so als kleine Details mit draufnehmen. Weil das darfst du natürlich auch nicht irgendwie an den Platz so ein Objekt dran stellen, das ist ja irgendwo logisch. Da musst du dann immer so besondere Plätze raussuchen. Sowas würde zum Beispiel auf meinen Uniplatz irgendwie gut passen, irgendwie, finde ich. Ja, das ist eigentlich eine ganz gute Idee da. Einfach mal so. Ah, jetzt habe ich Ideen. Macht's praktisch im Kopf so einmal BIM. Und dann hast du so ein richtiges Bild vor Augen, wie dort dann auf deiner Map dieser Platz aussehen könnte. Und dann sagst du dir eigentlich schon, ja, komm, jetzt setze dich mal in den Umsicht. Nächste Haltestelle. Hauptbahnhof. Aber dazu habe ich hier gerade keine Zeit gehabt. Ja, ist ärgerlich. So, einmal links. So, da können wir jetzt erstmal warten, bis wir hier irgendwann mal Kunde kommen. So. Achso, uns fehlt ja eigentlich noch so ein schöner Screen hier. So ein schönes Thumbnail. So, dazu machen wir erstens das mal aus. Dann machen wir das mal aus. Und dann fällt mir gerade auf, habe ich gerade irgendwie eine ganz blöde Perspektive erwischt und da wohl überhaupt richtig kacke gerade. Ah, okay, ich habe grün. Gut zu wissen. Ich glaube, ich hätte jetzt noch 3 Minuten länger gestanden, als ich das jetzt nicht gecheckt. Ah, okay, wir müssen geradeaus durchfahren. Gut. Ja, ich hab's nicht richtig mitgekriegt. Nö, meine Damen und Herren, also da vorne halt ich aber nicht. Ich halt hinten an, ne? Ach so, weil die. Ne, die 818 fährt aber nicht nach Wackermann Platz. Also da steht ihr alle falsch da hinten, ne? Ey, ihr wollt mir jetzt aber nicht erzählen, dass bis nach hier hinten jetzt durchgelaufen kommt, oder? Wenn die das jetzt ernsthaft machen. Na Gott, wir warten einfach mal. Wir haben jetzt sowieso schon wieder rot, wenn ich mich nicht täusche. Ne, noch ist grün. Noch ist grün, ja. Gleich bestimmt nicht mehr. Aber die Expressbuslinien, die fahren hier tatsächlich alle mit Gelenkbussen, ja. Übrigens, das hier ist ein GN1 übrigens, ne? Also wollte ich jetzt nur mal so anmerken. Weil ich vorhin GN2 irgendwie gesagt hatte, da bin ich mir gerade nicht mehr sicher, ob da wirklich ein GN2 stand. Oder ein GN1 vielleicht sogar. So, Türen schließen. So, was steht denn da überhaupt dran? Ampel schaltet ca. 5 Sekunden nach Erlöschen des Signals auf grün. So, dann warten wir jetzt, bis hier das T erlischt. Genau. Ah, gut. Weg ist es. Und dann fahren wir jetzt vor die Ampel. Das finde ich aber auch ziemlich cool gemacht eigentlich. Ah ja, da mal gucken. Nächste Haltestelle, Hauptbahnhof. Nee, also Josh, Hauptbahnhof ist jetzt aber falsch gewesen, ne? Stelle, Kettlerstraße. Das ist jetzt richtig. Ja, jetzt hast du es wieder. Ja, gut gemacht. Okay, wir fahren jetzt irgendwie weg von der 23 und auf eine eigene Route in dem Sinne. Oh. Boah, was macht der Line City denn hier? Das ist aber jetzt ein 818er, ne? Nee, doch nicht. Eine E81er. So, grün haben wir schon mal. Das heißt, jetzt geht's grün hier.
ich wusste gar nicht, dass wir hier tatsächlich halten. Ich dachte, jetzt können wir durchrasen. Weil wir ja Expressbus sind. So. Dann einmal abfahren. Aber es ist irgendwie auch witzig, ne? Per KI sind hier überall Gelenkbusse drin. Und unser Solobus reicht hier vollkommen aus. Der ist ja noch nicht mal halb voll. Auch interessant. Da hat sich ganz viel beigedacht. Jetzt müssen wir aber eigentlich den Verkehrsbetrieb sagen, ne? Also Leute, da müssen wir mal drüber nachdenken, bevor welche Busse einsetzen. Nächste Haltestelle, Stadttor. Ne, jetzt sind wir erstmal an Etappenkirchen. Ah, ich hab's mir schon. Ich hab mir schon nicht gedacht, dass dort jetzt ein T2 angefahren kommt, ganz ehrlich. Guckt euch das an, ne? C2 da, C2 da, Bus hüpft übelst. C2 weg. So, und das Spiel hat sich wieder. Richtig, richtig Premium. Lol. Der Motor ist eiskalt ausgegangen durch. Oh Gott, ich glaub's nicht. So. Wir müssen ja sowieso jetzt anhalten. Oha, jetzt geht's ab hier. Ich glaube, das gefällt dem 320er gerade gar nicht. Okay, der zieht einfach weg. So. Naja, jetzt haben wir es wieder. Aber ich glaube, die steigen jetzt wirklich alle aus, weil es weil's jetzt so geruckelt hat oder was. Das wäre jetzt ganz schön gemein. Aber ich meine, ich bin auch selbst dran schuld, wenn der C2 dran an mir vorbeifährt. Aber ihr habt jetzt den Beweis, ne? Also. Es läuft alles flüssig ohne den C2. Den werde ich wirklich mal aus der KI-Liste rausschmeißen. Irgendwo muss der ein Fehler sein. So, Türe zu. Und Abfahrt. So, jetzt müssen wir aufpassen. Baustellengebiet hier. So, jetzt müssen wir gucken, wie wir hier um die Kurve ziehen. Wundert mich sowieso immer, wie ich sie mit Gelenkbussen angekommen, ey. So, aber haben wir eigentlich ganz gut genommen, die Kurve. Weil zumindest nichts an uns zu sehen. Nächste Haltestelle auf der Klippe. So, das ist jetzt aber nicht gleich die nächste, oder? Könnte ja auch sein, dass wir jetzt durch Lauritzbach praktisch gleich alle, also hier alles abklappern, gleich alle Haltestellen mitnehmen. So, und ob sie den eiskalt wieder nach? Kann man ob sie natürlich auch nicht irgendwie unterbrechen und so. Das wäre ganz schön scheiße. Ja. So, was macht ein schlauer Busfahrer, wenn er gerade nicht fahren kann? Natürlich, er holt sein Handy raus. Praktisch mal. Das Tolle ist ja auch durch diese Omsi-Nachlade. Diese langen Zeiten, in denen ob sie nachladen muss, wird das Video immer länger, aber also im Fahrplan, beziehungsweise im Spiel, kommen wir kein Stück vorwärts. Das ist auch teuer. Das heißt, dieses Let's Play ist nachher für 6 Minuten lang nur bei uns nicht erst machen müssen. Muss ich mir echt überlegen, ob ich diese Steine mal rausschmeiße. Bestimmt gleich wieder ein C2 angefahren, ne? An dem C2 muss liegen. Und wäre mir doch irgendwie auf der Klippe, aber müssen wir keine einsteigen, kann man durchrasen. So, wir haben sogar Verspätung. Aber das lässt sich aber echt schön mit dem Bus fahren. So. Das gefällt mir alles. So. Wenn man mal hier so schaut, aber das ist herrlich. So, dann müssten wir eigentlich, ja genau, wir dürfen hier auch anhalten. So.
Nein! Okay, jetzt haben wir doch eine Türstörung. Klasse. Ey, komm. Mann! Verdammt! Ja, ich glaub's nicht! Das ist dann. Ja, sie. Die Tür geht eiskalt dreimal auf. Tür ist zu und Ampel springt auf Rot. Das ist so richtig, dieses Omsi, dass dir einfach mal so sagt: Ja, fick dich einfach, komm. Nee, du darfst nicht fahren. Oh, ich liebe diese Momente einfach. Die sind einfach göttlich. Naja, jetzt haben wir wenigstens gleich Grün gekriegt. Wir haben jetzt nicht großartig Zeit dadurch verloren, aber wir haben. Nächste Haltestelle. Stadtschloss. Scheiße, jetzt gerade diese Aktion. Finde ich. Soweit ich weiß, müssen wir hier nicht. Ah, doch, natürlich müssen wir hier anhalten. Toll. So, halten wir hier einfach mal direkt hinter Line City an. So, was ist jetzt das Problem? So kann man eigentlich auch direkt mal die Tür aufmachen. So, jetzt will der Bus vor uns nicht fahren, oder was? Okay, da gibt es nur eine Lösung. Jetzt rückwärts gar nicht rein. So, und schon haben wir das Problem beseitigt in dem Sinne. Ja, tschüss, du Scheißwichser. Jetzt kannst du mich mal. Nächste Haltestelle, Stadtschloss. Was? Jetzt zum dritten Mal im Stadtschloss halten? Den kannst du mal knicken. So, fahren wir einfach mal hier auf die Busspur zurück. Nächste Haltestelle, Kaplanstraße. Ah, cool, wir haben direkt grün. Jetzt habe ich eigentlich komplett umsonst gehalten, aber. Vorbei, ja, gut. Jetzt Kickdown gleich mal wieder weg. Komm, wir treten den Bus einfach mal Kräftchen hinter und rasen mit. Ja, genau, 50 über die Straßen. Das läuft. Das läuft einfach. So. Dann müssen wir jetzt eigentlich mal die Spur wechseln. Oh cool, wir können direkt rüber. Perfekt. Das wünscht man sich doch. Einfach mal mit 50 über eine Kreuzung heizen. Damit sagt man nämlich gleich nochmal, boah, juckt uns einfach nicht, wie schnell wir hier fahren können dürfen, was auch immer. Wir rasen einfach rüber. Daran, dass ich davor mal Gas gegeben hatte, kurz, und dann springt die Tür einfach wieder aus. Also, ja, was lernen wir? Wenn wir schon eine Außenschiebetür haben und mit Morphe Soundsystem fahren, niemals Gas geben, bevor die Tür nicht komplett zu ist. Genau, das ist so diese Lektion. Jetzt habe ich euch viel was beigebracht. Warte mal, wie nennt man das? Bildungsauftrag erfüllt, genau. So, jetzt habe ich's. Bildungsauftrag erfüllt, ey, das ist so ein hochgestochenes Deutsch schon wieder. So. Wie sieht's aus? Alles perfekt eigentlich, ne? So, wir können jetzt hier auch einmal quer um den Bus drehen, also einmal rundum. Hui! Einmal Karussell fahren mit dem Citaro. Genau, passt. Aber man sieht schon hier, dass das. Also, man hat hier wirklich solche Dellen drin, weil hier ganz unten am Fenster ist und ganz deutlich. Das ist echt schlimm, ne? Da hat jemand gesmoothed und vergessen, den Edge-Split reinzuhauen. Ja, und also, vielleicht hat er den sogar drin gehabt
aber hat dann nicht ihn auch, wenn er das Modell exportiert, auch wirklich drin gelassen, sag ich mal. Ach, dumm oder so. Ey, wir stehen jetzt wirklich schon seit gefühlten 2 Minuten an der Ampel, ne? Ich sag gleich wirklich, ach komm, scheiß auf die Ampel. Ah, gut. Ampel sagt auch die Frage schon. Ist nicht so, als hätte ich schon gerade die Vollbremsung reingehauen. Komm, fahr. Hat einen schlechten Fahrstil. Es ist. Oh, ey, wenn ich den nochmal erwische, ne? Ich fahre dem sowas von hinten drauf. Einfach nur, weil ich es kann. Ey, so ein Arsch am Steuer. Da macht er vor der Ampel einfach eine Vollbremsung. Ich halt an. Was macht der? Fährt einfach weiter. Dann gibt der nochmal Gas. So. Nee, jetzt reicht's. Den erwische ich schon noch. So. Komm, wir fahren jetzt hier einfach mal mit Kette noch hinterher. Lol. Und er ist eiskalt schon despawned. Schade. Ich hätte ihn jetzt wirklich gerne noch erwischt, was tue ich. Einfach nur, weil ich sowas von gar nicht abkann. Schade. Na gut, dann kann man nicht mehr in den Arsch treten. Schade. Da kommt ein schöner Mercedes-Benz U405 GN2. Genau, das ist ein GN2. Den E81 hätte ich übrigens auch fahren können, aber der war mir ein bisschen zu kurz. Da dachte ich mir, ja gut, dann machst du heute mal ein bisschen länger das Let's Play. Das ist so, als wieder gut machen. Oh, cool, hat er sogar ZF-Getriebe. Aber gerade ZF-Getriebe. Ja, jetzt zumindest macht so ähnlich an. Ja doch, dürfte aber eins gewesen sein. Achso, wir können hier oben ja auch mal unsere Karte reinstecken noch. So, funktioniert nur leider nicht. Man sieht da. Der zeigt uns an. Ein bisschen blöd, ne? Und wir sind tatsächlich an der vorletzten Station angekommen. Und ja toll, jetzt holt uns der natürlich der GN1 von vorhin noch ein. So lahmarschig von mir. So, nach wie vielen Minuten Aufnahme sind wir denn jetzt soweit? Nach Leute, ich entschuldige mich. Wir fahren schon seit 50 Minuten hier über die Map. Es tut mir leid, Ich hatte es nicht im Kopf, nein. Oh, sorry. Ey, der erste Solaris, der mir mal irgendwie entgegenkommt, ne? Auf dem 818er. Okay, das ist nicht mein... Ein Expressbus. Ha. Mies. So. Nächstes Mal keine Türstürme. So, dann haben wir heute ein extra langes Let's Play mit dem Zitaro gemacht. Ich denke mal, damit sind alle Rechnungen geglichen, beziehungsweise neue sind entstanden. Boah, du scheiße Arschloch, jetzt muss ich mir 50 Minuten um sie reinziehen, oder was? Deswegen zu viel geworden ist, der schreibt es mir mal in die Kommentare. Nächste Haltestelle, Wackermannplatz. Das nächste Mal würde ich sagen, fahren wir mal die 23, ne? Die 23 komplett, von Stadttor bis nach Alheim Hauptbahnhof, also das wird witzig, weil da fahren wir nämlich dann ungefähr doch schon eine Stunde, also eine Stunde reine Linie, dann noch 10 Minuten vorher gequatscht. Das ist halt so witzig, vor allem für mich, fürs Hochladen, das wird richtig nice, ja. So, dann sind wir jetzt auch eigentlich schon am Terminus, noch nicht, einmal links noch fahren. Und ich würde sagen, ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen. Hoffe, dass... Hoffe, dass es euch gefallen hat. Genau, und dass ihr
vielleicht doch ein bisschen verstehen könnt, warum ich kein Let's Play aufnehmen konnte. Wie gesagt, dann im nächsten Video auf einer kleinen Linie in dem Falle. Da nehme ich mir dann auf der Alheim 3.1.1 extra eine kleine Linie erstmal. Dann wie gesagt den Volvo, den zeige ich dann mal mit dann hoffentlich auch angepasster Passenger Cabin bei mir, weil bisher habe ich nämlich eine Fahrteil drin, da sind 3 Türen, ich habe aber 2 Türer witzigerweise. Und ja, wie gesagt, die Sitzposition passt halt auch noch nicht richtig, ne? Gut, dann wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Video. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.